Ich glaube, Menschen, die aus ihrem Heimatland geflohen sind, haben es zu Beginn sehr schwer in einem fremden Land gehabt. Zuerst haben viele von ihnen die Strapazen der sicherlich nicht einfachen Flucht erlebt. Und nach der Ankunft in Österreich haben sie wieder von vorne beginnen müssen. Meistens alleine, ohne Familien, Freunden, Geld, Arbeit und Wohnung. Ich kenne eine junge Frau, Hehet, aus Ägypten, die schon seit 2 Jahren hier in Kufstein lebt. Ja, sie ist alleine gekommen, ihre Familienangehörigen sind später nachgekommen. Sie hat hier echt schwierige Zeiten erlebt. Dann hat sie die deutsche Sprache gelernt. Bevor sie in Österreich angekommen ist, hat sie daheim als Lehrerin gearbeitet.